Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. So, und jetzt wollen wir rausbekommen, was hier los ist in diesem Goblin-Dorf, kann man das ja nicht nennen, nee, in diesem Müllhaufen, wie uns das beschrieben wurde, in diesem Pseudo-Lager. Was haben wir hier? Wartet mal. Ein Goblin-Kommando. Okay, hier sind sie schon nicht mehr besoffen, in dem Teil da hinten. Naja, gut, dann kümmern wir uns um diese nicht besoffenen Goblins. Sind aber nur zwei. Nee, kommen natürlich noch mehr. Und jetzt beachte ich das mal, dass ich vielleicht mal den Hund einfach mal in der Hinterhand lasse, dass ich ihn mal hier, ihm die Intelligenz wegnehme, damit unsere Nahkämpfer nicht wieder so massiv beschädigt werden. Ah, schade. Onwards! Okay, dann geht man gegen den wilden Rock. Okay, der fällt schon sehr gut. So, der Hund ist also jetzt unsere Reserve hier. Ich hoffe, wir kriegen das auch so ganz gut hin. Knock Knock geht hier in die Seite. Jawoll. Haben wir wieder einen Flaschenwerfer? Doch! Oh Mann, da sage ich es noch. Aber möglicherweise hat er sich auch gerade erst enttarnt. Eine Falle haben wir direkt noch ausgelöst. Valerie, dann bleibt mal zurück. Oh yeah. Which knife to use? Okay, der scheint ziemlich geschickt zu seinem Ausweichen. Na gut, okay. Solange er nur Valerie trifft, ist das kein Problem. Oh, die stand sogar noch mal eben in Flammen. Ja. So, wahnsinnig viel Gruppenheilung haben wir auch nicht mehr, aber ich denke, wir werden hier das Dorf noch so erledigt kriegen. Oh, der Goblin-Kommando hatte sogar noch mal einen Ringsplitter. So, der Pferdeschlechter, die haben immer gute Messer dabei, offenbar. Und die Schleicher ebenso, hervorragend. Gut, was können wir hier noch häuten? Ein Borgfell. So, und hier haben die sogar mal eine Truhe gehabt. Das sieht man ja selten bei Goblins. Und noch eine Kiste hinterher. Und was haben wir hier? Ein Kurzschwert, ein besonderes. Hundeschnitter plus 1. Was ist das denn für ein Schwert? Hundeschnitter, Finesse und Verbesserung. Feine, scharfe Klinge. Ja, Lichtwaffe. Okay, was heißt das denn? Steht das bei jeder Waffe da oben? Achso, beidhändig. Ach so, bei Dolchen und so weiter. Das gilt auch als Licht. Aber wisst ihr was? Kann das sein, dass das leicht heißt? Oder warum sind Dolche Lichtwaffen? Wer weiß. Ich denke, das ist aber eine Waffe, die wir tendenziell eher verkaufen werden. Und die bringt ja auch einen ganz guten Preis. Gut. Hier können wir uns wieder alles angucken und wir sehen hier wieder eine Gruppe von... Oh, 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 oh. Wir sind hier schon im Herzen? Nein, sind wir noch nicht. Aber hier passiert irgendwas. An einer Goblin-Statue findet hier irgendetwas statt. Okay. Na gut. Dann sieht es ja ganz so aus, als würden wir jetzt hier mal intervenieren müssen. Ordnen wir uns erstmal. Und gehen dann voran. So, du näherst dich einem gewaltigen Lanmashtu-Totem. Okay, richtig. So sah das ja aus wie so ein Schakal. Ich erinnere mich, das von Goblins umgeben ist. Trotz des Lärms, den du auf dem Weg hierher gemacht hast, schenkt dir niemand Beachtung. Die Goblins sind zu sehr damit beschäftigt, schreiende und weinende Menschen an das Totem zu binden. Einige weitere Goblins stehen etwas abseits und kreischen und stampfen mit ihren Füßen zu einer Melodie, die nur sie kennen. Als der Schamane hinter den Stammesmitgliedern erscheint, erkennst du ihn sofort wieder. Er ist voller Tätowierungen und mit Amuletten behangen. Dieses Mal ist sein Gesicht mit rotem Lehm und Ruß beschmiert und eine Kette aus geschliffenen Zähnen ziert seinen Hals. Der Schamane hält eine primitiv bemalte Schale über seinen Kopf und singt in einem klagenden, düsteren Ton, wobei sein Gesang eher einem Jaulen gleicht. Die anderen Goblins stimmen in die Melodie ein und machen dem Schamanen Platz, als dieser auf das Totem zugeht. Wir müssen diesem Treiben ein Ende machen, bitte.
Ja, das machen wir auch. Also wir wissen mit Sicherheit, dass die hier einfach nur Schreckliches tun und ich glaube nicht, dass wir so viel verstehen werden, wenn wir das uns auch noch anschauen. Habe ich zumindest den Eindruck. Vermutlich werden sie ihnen wieder irgendwie Wasser einflößen. Wir werden das Ritual stören, kommt. Okay, Tristan hebt das Symbol Sarandre. Sarandre, bitte zeig uns den Weg. Als sie deinen Angriff hören, springen die Goblins am Topeln auf und greifen nach ihren Waffen. Der Schamane sieht dich, stößt einen wilden Schrei aus und wirft die Wasserschale nach dir. Oh, ehe du reagieren kannst, verschwindet er in der Goblinmenge, die dich nun ihrerseits angreift. Seht ihr, er hatte wieder eine Wasserschale dabei. Wachen tötet sie. Und er verschwindet. Na gut, das wird ihnen natürlich nicht so leicht gelingen. Jetzt könnte es ein größerer Kampf werden. Deswegen machen wir mal eine schöne Segnung erstmal. So, Lindsay hatte auch noch lustige Sachen drauf. Die müssten wir ein bisschen... Warte mal, das ist auch ganz gut. Feste Hoffnung. Ja, das können wir jetzt mal machen. Achso, da müssten wir aber alle stehen bleiben. Ja, können wir auch mal machen, ne? Gut. Und der Rest ist okay. Nachher muss sie ihr Liedchen singen. Achso, die bleiben natürlich nicht stehen. Ach, es ist ätzend. Haltet mal an, bitte. Nein, nein, nein. Bitte wieder zurück in den Kreis. Lindsay muss euch helfen. So, jetzt bitte. Let us strike as one. Okay. Gut, Segnungshaus. Hat Lindsay ihre Sache gemacht? Ich habe es nicht richtig mitbekommen. Aber es ist ein weniger geworden, ja. Alles klar. So, Knock Knock kommt dann hier auch ran. Und ich glaube mal, unsere Fernkämpfer, die sollten sich um die gegnerischen Fernkämpfer kümmern. Wenn wir das hinkriegen von der Entfernung. Ja, das kriegen wir hin. Oh ja, ja, die fallen. Müssen wir bloß jetzt richtig fokussieren. So. Steht hier überhaupt noch jemand vor den anderen? Nö, da haben wir alle erledigt. Okay, gut. Das ist doch nicht so schwierig gewesen, wie gedacht haben. Dann laufen wir mal einfach nach vorne. Okay. Gut. Hervorragend. Aber irgendwie sind wir noch im Kampf, habe ich das Gefühl, ne? Nee, ist beendet. Sehr gut. So, dann sprechen wir gleich mal mit den Gefangenen. Gucken uns hier erstmal noch die Sachen an. Das sind aber alles Schlaublicks. Die haben offenbar nichts drauf und nichts dabei. Was ist los mit euch? Ah, noch eine weitere Falle und da unten sind noch weitere Feinde. Die rot sind, aber uns noch nicht gesehen haben. Na gut, dann feuere ich direkt mal. Okay, es geht also noch weiter. Valerie geht mal in die Richtung. Der Hund in die Richtung. Ja. Valerie, bitte hier lang. Onwards! Oh, Waylon hat irgendwo einen Hinterhalt. Was ist denn das? Ah, die sind hier aus dem Nichts mal wieder erschienen. Ich hab's schon geahnt. Oh, oh, er wird angegriffen durch Fernkämpfer. Waylon, oh Gott, Waylon, das sieht ja gleich direkt übel aus. Komm, trink mal was und unsere Leute müssen mal von hinten hier irgendwie helfen. Beziehungsweise vielleicht sollte Tristan sogar nochmal eine Heilung raushauen. Falls es nicht schon zu spät ist. Okay, gerade nochmal so. Wo ist denn Valerie schon wieder hin? Da, jetzt ist sie endlich hier richtig. Ja, so ein bisschen vermisse ich doch Amiri, weil die einfach super schnell waren. Das war schon alles sehr, sehr schön. Okay, gut. Gerade noch so abgewendet. Die Gefahr, und da haben wir nochmal eine Falle, direkt vor dem Ding hier. Hatten wir alles voll Fallen gestellt. So, okay, jetzt haben wir gleich die letzte Gruppenheilung, die wir hier
aktivieren können. Mal gucken, was hier noch kommt. Der hat sich offenbar in den Innenbereich zurückgezogen. Ah, wir sprechen, glaube ich, jetzt mal mit den Gefangenen, oder? So, sie sind immer noch an das Totem gebunden. Sie sehen dich mit leeren Augen an, als verstünden sie nicht, was geschieht. Die Gefangenen untersuchen. Einfache Kleidung, geschundene Hände, wettergegerbte Gesichter. Die Leute vor dir verdienen sich ihren Lebensunterhalt offenbar unter der Sonne oder im Wald. Abgesehen von einigen Blutergüssen und Kratzern scheint niemand ernsthaft verletzt zu sein. Die Gefangenen sehen dich verwirrt an. Ihre Gesichter sind von einem Schatten des Grauens, das sie durch Leiden mussten, gekennzeichnet. Okay, wir setzen jetzt sozusagen unsere Strategie fort. Der Weg ist frei, geht zu Kästen und seiner Miliz, sie kümmern sich um euch. Gut, sie hauen alle nacheinander ab. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Der Stein ist blutverschmiert. Das Totem ist voller Blut und bunter Flecken. Ich frage mich, wenn die hier die Menschen, ich sag mal, wenn die hier nur Wasser eingeflößt bekommen, woher stammt das ganze Blut? Doch noch irgendwelche anderen Rituale, die hier durchgeführt werden? Vermutlich. Stab, stinkende Wolke. Okay, aber das ist wieder gegen alle Kreaturen und das ist irgendwie schwierig zu timen immer. Insofern werde ich das Ding, glaube ich, auch verkaufen. So, wir gucken mal. Die Pferde schlechter, die... Ach doch, hier. So, hier oben waren wir aber noch nicht. Also zumindest noch nicht gucken. Knochen, Fleischfetzen und andere Reste liegen herum. Hier haben wir noch ein bisschen Nahrung. Okay, wir müssen nochmal den Rand dort und diese Hütte untersuchen. Haben wir uns die schon angeguckt? Nee. Hier ist noch was. Hier glänzt noch was. Hier unten. Goblin Kommando hatte ein bisschen was dabei. Und das hatten wir aber, glaube ich, schon. Ja, das hatten wir schon. Okay, gut, dann schnell zurück. Ich würde ja jetzt gerne diese Statue umschmeißen. Aber das scheint nicht möglich zu sein. Ich werde erstmal hier diesen Randbereich wieder untersuchen. Bevor wir uns dann dem Zentrum zuwenden. Wo möglicherweise der entscheidende Kampf jetzt auf uns wartet. Eine Sache können wir noch machen. Wir können mal hier mit Heldenmut auch nochmal Valerie helfen. Und was wir noch machen können, wie lange hält hier nochmal Rindenhaut? 10 Minuten? Oh ja, damit können wir auch nochmal den Mund eine bessere Rüstung geben. So. Gut. Okay. Wollen wir den Bereich jetzt vorher plündern oder beim Rausgehen? Ach, wo wir die Kiste hier sehen, nehmen wir sie gleich mal. Auch nochmal eine Kriegermarke. So, und jetzt gehen wir hier rein. Was? Ist schon irgendwas zu sehen? Nein, doch, eine kleine Spinne. Und der Schamane, der sich hierhin zurückgezogen hat. Ich werde mal zwischenspeichern. So, halt, halt, halt! Ich, Scheißschenke, alleine zertrümmern. Du willst gegen den Häuptling kämpfen? Ich nicht schlafen können, wenn Rattensack Krone trägt. Wollte mich hauen bis tot. Jetzt ich ihn hauen und ganz im Stamm zeigen, wen Lamasch du auserwählt. Wie willst du gegen ihn kämpfen? Wie echter Goblin, wie Goblinheld. Nock Nock grinst breit. Seine spitzen Zähne blitzen auf. Kämpfe mit allem, was ich habe. Wie ich kann, beißen, treten, stechen, schlagen, vielleicht wieder beißen. So sind Regeln. Sieh zu, sieh selbst. Okay, gut, Nock Nock. Du bekommst deine Chance, dich zu rächen. Warum nicht? Nock Nock zischt wohl aus Freude. Gut, dann mich anfeuern. Er hält inne, kneift seine Augen zusammen und beugt sich zu dir, um dir etwas zuzuflüstern. Aber versuchen, gut zu sprechen, damit andere wissen, du mich anfeuern, du immer nicht so gut mit Worten. Hä? Was soll ich tun? Mir bloß kein Bein stellen und aus dem Weg gehen. Nock Nock winkt mit der Hand, als wolle er dich wegschicken. Vielleicht du mit ihnen reden, bevor ich Krone stehlenden Scheißschenkel schlagen und treten, aber danach wegbleiben. Jetzt genug reden. Gehen, da sich Scheißschenkel verschenken.
Was will er? Er will sich irgendwo verstecken und dann... Nee. Hey, Scheißschenkel, Nasshosen, komm, kämpfen, ihr, ich. Wir sehen, wer Lamashtus Gunst haben. Du jämmerlich sein, nein, nein, schwindeln, lügen, Verräterling. Hast du vielleicht Angst, Feigling? Sehen, alle sehen, König ist feig, Feigling. Ich dich nicht fürchten, Maul halten, ich kämpfen, ich kämpfen. Andere wegbleiben, nur wir, ich, er kämpfen. Ich dich nocken, links, rechts, Kinn, Kopf bis Krone herunterfliegen, Scheißschenkel. Oh, oh, jetzt geht's hier zur Sache. Und so geschah es, dass wir Zeugen eines echten Goblin-Duells wurden. Angesehene Gelehrte hätten viel Geld bezahlt, um unseren Platz einnehmen zu dürfen, nur um dann das Dreifache zu bezahlen, um irgendwo auf der Welt zu sein, nur nicht in einem Lager voller Goblins. Die Nachricht, dass der König gegen den Eindringling kämpfen wollte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Goblins, die sich um das Feuer versammelten, begannen derart laut zu schreien, dass sie wohl hofften, Lamashtu selbst würde sie hören. Der König sah beeindruckend aus, aber Nocnock, unser fragwürdiger, aber mutiger Anführer, zeigte keinerlei Zeichen von Angst. Im Gegenteil, er genoss den Augenblick und warf sich stolz in die Brust. Die Duellanten waren von einer unglaublichen Zahl von Schaulustigen umgeben. Den Waffen in ihren Händen und den lächerlich rostigen Rüstungen nachzuurteilen, wurden selbst die Lagerwachen von dem Geschrei angelockt. Nachdem er die Menge sorgfältig studiert hatte, warf Nocnock dem Baron einen Blick zu und verkündete feierlich: »Meine Anhänger werden sagen.« Hunderte winzige rote Augen fixierten sofort den Baron. Ich wäre in einer solchen Lage verloren gewesen, nicht aber unser Herrscher. Okay. Ich tendiere eher zum Blöffen, als hier über Ehre und sowas zu sprechen. Ja, machen wir das mal. Der Baron sprach in der Sprache der Goblins zu der Menge und erklärte in einsilbigen Wörtern, warum der König erledigt war. Wo hatte seiner Gnaden nur gelernt, so zu reden? Der Baron streute seltsame, oft obszöne Wörter ein, verschluckte die Endungen und vermischte die Vorsilben. Er hielt eine Rede, von der er selbst nicht gewusst hatte, dass er sie in sich trug. Nicht nur die Goblins lauschten gebannt, auch die Anhänger des Barons hörten mit entsetzter Faszination zu, wie jedes noch so verstümmelte und entstellte Wort doch irgendwie verständlich war. Die leidenschaftliche Rede hatte vielleicht gar kein Ende mehr genommen, doch der Bann wurde durch einen Schrei aus der Menge der Goblins gebrochen. »Knock, knock, fort!« Wer hätte das gedacht? Während der ganze Stamm, wie gebannt, dem Baron lauschte, war unser Held verschwunden. Der überraschte König kam wieder zu Sinn und begann umherzutoben. Entschuldigt. Er fuchtelte mit seiner Klinge und stieß wilde Flüche aus. Der Baron tauschte Blicke mit seinen Gefährten aus... Und die Gruppe trat leise beiseite. Ein Goblin-Duell muss natürlich mit einem Wettbewerb in einer der höchsten Künste aller Goblins beginnen, dem Versteckspiel. Nocnock lauerte ganz gewiss irgendwo in der Nähe. Aber wo? Genau genommen, okay, wir müssen uns entscheiden. Kletterte er auf das Dach der nächsten Hütte? Oder er verbarg sich hinter dem Rücken des Königs? Ich würde sagen, das machen wir. Das klingt irgendwie weitaus cooler. Das Bild zeigt es ja auch schon. So machen wir das. Okay, was für ein Spaß. Nocnock gelang es, sich hinter den König zu schleichen. Er verbarg sich jetzt unmittelbar hinter ihm, wo er spöttisch tänzelte und unflätige Grimassen schnitt. Die anderen Goblins brachen in Gelächter aus, oder besser gesagt in Gekreische und höhnisches Gegacker und zeigten mit dem Finger auf ihren König. Diese Behandlung ließ Nocknocks Kontrahenten noch zorniger werden. Er wirbelte wütend herum, um den Grund für das ausgelassene Treiben zu erfahren. Nocknock hatte nun keine Zeit mehr für Scherze und Spielchen. Okay, er kann jetzt sozusagen dem Kontrahenten die Krone vom Kopf nehmen. Oder er erschreckt ihn. Ich würde mal sagen, das mit der Krone klingt viel cooler, also versuchen wir das. Kühn riss er seinem Kontrahenten die Krone vom Kopf und setzte sie selbst auf. Nein, nein, oh mein Gott. Nocnock gelang es dem König, ach, wir hätten nur eine 4 würfeln müssen, gelang es dem König, die Krone vom Kopf zu reißen, aber ach, in letzter Sekunde hatte der König den Feind in seinem Rücken bemerkt und hielt seine Kopfbedeckung verzweifelt fest.
Es begann ein wahres Tauziehen. Schließlich fiel die Krone zu Boden und zersprang in 1000 Stücke. Der König konnte diese Schmach nicht ertragen. Ohne seine Krone und begleitet vom spöttischen Heulen seiner einstigen Untertanen, floh er aus dem Lager. Das Einzige, was von Noknoks Feind noch übrig war, waren die Splitter seines Kopfputzes. Die Krone, die den Kopf des Häuptlings geziert hatte, lag nun im Staub unter unseren Füßen, zertrampelt und zerstört. Noknok bedauerte natürlich, dass er nie die Gelegenheit bekam, sich im Leid seines besiegten Feindes zu ahlen und mit seinem Sieg zu prahlen. Doch es war vollbracht. Der König hatte verloren und war geflohen. Und seine Untertanen erkannten, dass sie ohne ihren Lord und Beschützer als nächstes mit einer ordentlichen Abreibung zu rechnen hatten. Also stoben sie davon. Kurz darauf war niemand mehr am Feuer, außer dem Baron, seinen Gefährten und Noknok, der versuchte, die zertrampelte Krone aus dem Schlamm zu ziehen. Leider war das Werk noch nicht vollbracht. Der Baron war dem größten der grünhäutigen Schurken noch nicht begegnet, der für die Verbreitung der Krankheit verantwortlich war, dem Schamanen, der sich irgendwo in der Festung versteckt hatte. Und so machten sich die kühnen Helden auf die Suche nach ihm. Okay. Krone ist mein, ich besser sein, ich Lamashtus Gunst und so weiter und so fort. Oh, es kommt doch noch zum Kampf, wie es aussieht. Okay, Leute, dann ziehen wir ihn mal ein bisschen zurück. Gehen mit unserer Truppe nach vorne. Ja. Und der Schamane kämpft jetzt. Gut. Wir haben noch den Segen. Wie lange läuft er noch? 4 Minuten, das ist okay. Valerie ist leider ein bisschen langsam. Unseren Hund bringen wir mal dazu zurück. Noknok zieht sich weiter zurück, das ist gut. Lindsay wird wieder ihr Lied singen. Warum lauft ihr denn hier so weit nach vorne, Tristan und so weiter? Ihr müsst jetzt mal hier in den Fernkampf gehen. Waylon auch gegen den Schaman. Das ist jetzt das Entscheidende. Und Valerie wird jetzt hier sich hinstellen und die Seite decken. Ekundayo ebenfalls. Und Lindsay macht ihre Musik. Ja, sehr gut. Okay, der Hund wird hier kämpfen. Das passt alles. Und, naja, das sind erstmal Fehlschläge. Aber Valerie wird da schon irgendwie hinkommen. Stay behind me. Wisst ihr was? Vielleicht reicht das schon für einen Ansturm. Ja, ich lasse mal Valerie anstürmen. Und ich glaube, wir gehen mit ihr auch mal aus der Defensive raus. Gegen den einen wird sie fertig werden. Und die hier werden auch fertig werden, denn Noknok kommt jetzt auch hier zu Hilfe. Ja, das macht schon mal einen guten Eindruck. Okay. Verdammt. Der hat da noch was gezaubert. Monster Stufe 7 herbeizaubern. Rotkappen hat er dabei. Okay. Wir müssen doch in die Defensive gehen. Das sieht nämlich ungemütlich aus. Das sieht ungemütlich aus. So, erledigen wir erstmal hier den Winterwolf. Puh. So, Leute. Naja. Aber Valerie hält gut lange durch, denke ich mal. Wir werden versuchen, weiter auf den Schaman zu gehen. Beobachten wir mal, wie es Valerie ergeht. Der Schaman ist kaum sichtbar, wie doch da hinten. Ich glaube, die zielen noch auf ihn. Machen aber im Moment relativ wenig Schaden. Okay. Der Winterwolf hält ziemlich lange durch, wie es aussieht. Valerie hat aber auch noch nichts abbekommen. Also ich denke, das wird ganz gut werden. So. Ah, verdammt. Diese blöde Rotkappe geht jetzt gegen Noknok. Das ist unschön. Haben wir den? Ne, wir haben ihn noch nicht. Warum schießt... Ach, Lindsay schießt woanders hin. Das möchte ich nicht. Gegen den Schamanen jetzt. Wirklich. Okay, dann müssen wir uns leider jetzt hier gemeinsam um die Rotkappe kümmern. So, er zaubert hier noch Schreckenswölfe her. Wir müssen den Schaman erledigen. Wir haben ihn erst halb runter. Wir machen kaum Schaden. Oh, verdammt, Leute. Die schwärmen hier aus. Ich weiß gar nicht, ob die verschwinden, wenn der Schamane tot ist. Was können wir noch tun? Wir können auf jeden Fall nochmal Orkanbogen zaubern. Ein bisschen besser zielen. Ersten Schaden gegen Valerie, die Ärmste.
Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass hier, die könnten hier ohne Probleme durchbrechen und dann haben wir. Dann haben wir den Salat. Warte mal. Haben wir mit Tristan den Feuerball haben wir schon aufgebraucht? Lindsay hat natürlich noch Sachen am Start. Trauer. Verlangsamen wäre ganz gut, aber dazu ist sie zu weit weg vom Geschehen. Ich will sie jetzt auch nicht näher holen. Ja, Diese Rotkappe, die erwischen wir im Moment auch nicht. Hier steht auch immer noch ein Goblin rum, mit dem wir kämpfen. Na gut, du kümmerst dich darum. Tja, Leute. Gott sei Dank gehen die komplett auf Valerie. Wie kriegen wir den Schamanen? Hm. 175 Trefferpunkte. Oh, der ist wirklich... Wow. Der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gut, dann würde ich sagen, kommt er auch nochmal mit dem Orkanbogen. Du wirst nochmal dein Säuremaul zaubern. Lindsay bitte auch auf den Schamanen. Ja, wir machen kaum noch Schaden. Aber jetzt haben wir wieder zweimal Schaden gemacht. Das ist okay. Also, der Gegner macht Gott sei Dank auch kaum Schaden, was erfreulich ist. Okay, wir haben mal einen von diesen blöden Hunden erledigt. So, wie sieht's aus? Er geht weiter runter. Das ist erfreulich. Hat Lindsay noch eine Hast am Start? Ja, hat sie. Das hätte ich vielleicht schon länger mal machen sollen. Gerade für die Fernkämpfer. Hier hinten ist das jetzt. Ja, das hätten wir gleich machen sollen. Das ist echt eine wichtige Sache. So. Der Schamane. Okay, die sind auch tot. Hier steht noch diese blöde Rotkoppe. Ja, das Problem ist jetzt, wenn die jetzt hier zu uns durchschlagen, aber das machen die, glaube ich, nicht. Die umkreisen immer weiter bei der Weg. So, was war das eben? Nee, noch geht es. Jetzt geht hier einer durch. Das ist doof. Puh, was machen wir da? Nee, der geht doch nicht durch. Doch, der geht doch durch. Verdammt, das ist richtig doof jetzt. Warte mal, dann muss ich Ekondario auf den Nahkampf gehen. Das kann er nämlich einigermaßen. Die anderen müssen weiterkämpfen. Besseres fällt mir auch nicht ein. Oh Leute, was ist das für ein verdammtes Gefecht? Wir machen aber Schaden. Schaut mal, der ist, hat nur noch 25%. Ja, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Das geht, Leute. Das geht. Knock Knock hält auch ganz gut durch. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden. Oh, jetzt geht er woanders hin, der Schamane. Ja, er ist erledigt. Hervorragend. Und damit auch seine ganzen Verzauberungen. Oh, jawohl. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir wieder auf. Puh. Auf deinen Bogen. Okay. Gut, liebe Leute. Als du dich näherst, fängt der Schamane an, auf bizarre Weise zu quieken. Nach einem kurzen Augenblick wird es dir klar, der Goblin, der an seinem eigenen Blut erstickt ist, in höhnisches Gelächter ausgebrochen. Baron! Zu spät! Lamashtus Wille wach geworden! Blüte geschieht! Wovon sprichst du, du Wahnsinniger? Die roten und bösen Augen des Schamanen funkeln fiebrig. Und wer sonst? Blütensamen kam Strom hinab. Wir trinken. Bumm, bumm, Langschenkel trinken. Bumm, bumm, bumm. Blumen wachsen, Großbiester kriechen hervor. Lamashtu sich freuen, wusste sofort, was Goblins tun müssen. Strom aufwärts gehen, große Mutter suchen. Der Schamane ringt nach Luft und spricht mit schwacher Stimme weiter. Finden, Lamashtus Schoß, Fluss aufwärts, Heimat von Großbiestern, Samen, Brutstätte, Wachen dort gelassen, damit niemand hineinkommen und zurückgehen, gehen, Langschenkel trinken lassen, mehr vergiften, mehr Menschentod sehen, alle Samen gepflanzt, alle geschafft, bevor das Licht in den Augen des Schamanen erlischt.
Bevor was? Die Worte des Schamanen werden leiser und leiser. Wir, Lamashtu-Söhne, wässern, sehen, vorbereiten für Jahreszeit von Blüte, alle gemeinsam. Bum, bum, bum. Der Schamane röchelt, ehe er erstarrt und ihr tief in die Augen schaut. Ein böses Flackern blitzt in seinem stumpfen Blick auf. Jahreszeit von Blüte hat begonnen. Du uns nicht aufhalten. Oha. Okay. Ist es schon zu spät, liebe Leute? Hat er recht? Okay, klar ist, wir müssen natürlich das nächste Mal weiter hoch. Wir müssen diese Quelle finden. Aber kommen wir noch rechtzeitig? Das ist die große Frage. Ja, das erfahren wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.